Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum GPL-Update-Video von mir. Ja, die Hinrunde ist vorbei, der zweiten Season der GPL. Und das bedeutet, wir dürfen jeder bis zu 4 von unseren Pokémon austauschen. Ich werde dir die der Reihe nach durchgehen und dann so ein bisschen erklären, warum ich das Pokémon austausche. Das erste Pokémon, das bei uns rausfliegt, ist Sneebonna. Sneebonna hat in allen 7 Kämpfen, in denen ich es eingesetzt habe, das ist eben die Hälfte, ein einziges Pokémon rausgenommen. Das liegt nicht an Sneebonna. Sneebonna ist ein unglaublich starkes Pokémon, es ist nicht ohne Grund im BL. Es liegt einfach daran, dass ich Sneebonna nicht richtig einsetzen kann. Was schade ist, aber okay, dann nehme ich Sneebonna lieber raus und ersetze es durch etwas, was mir vermutlich mehr bringen wird. Und zwar in diesem Fall Krebutak. Mit Krebutak behalten wir den Unlichttypen und wir kriegen einfach ein Pokémon rein, das extrem stark draufhauen kann. Wir kriegen eine Prio-Attacke rein in Form von Wasserdüse. Und auch wenn Krebutak nicht besonders vielseitig gespielt werden kann, gilt dasselbe für Sneebonna. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man es entweder mit Schwerttanz oder Drachentanz spielt, aber ansonsten hat es eigentlich nur ein Moveset. Ich glaube nicht, dass ich dazu viel erklären muss. Es ist immer noch ein verdammt starker physischer Sweeper und ja, ist einfach ein Ersatz, weil ich der Meinung bin, dass ich mit Krebutak besser umgehen werde als mit Sneebonna. Das zweite Pokémon, das rausfliegt, ist Starmie. Bei Starmie war ich mir nicht sicher, wenn ich ganz ehrlich bin, ob ich es rausnehmen soll oder nicht. Hab mich aber letzten Endes dafür entschieden, denn Starmie war ursprünglich für mich als extra Spinner gedacht, neben Donphan. Aber es hat den Job nie wirklich erledigt, auch hier vermutlich, weil ich es falsch eingesetzt habe. Es hat ein paar Mal, vor allem mit dem Scarf, gut was gerissen. Also das streite ich gar nicht ab. Ich freue mich darüber, was Starmie geleistet hat. Aber alles in allem hat es mir nicht so viel gebracht, wie ich gerne gewollt hätte. Als Ersatz für Starmie kommt dafür Zapdarang rein. Zapdarang, auch wenn es keine Hazards entfernen kann, kann ich vielseitiger spielen. Ich kann es bulky spielen, ich kann es sehr offensiv spielen, ich kann es physisch oder speziell offensiv spielen. Hat von daher immer noch so ein bisschen den Überraschungseffekt für meinen Gegner. Und ja, ich denke, Zapdarang ist eine gute Edition für das Team. Hat außerdem die Schwebe, was mir natürlich Bodenimmunität gibt. Und wie wir gesehen haben, ist Boden einfach die eine Schwäche, die mein Team ziemlich zerlegen kann. Darum holen wir uns den Zapdarang rein, Schwebe fängt das ab, damit ist alles gut. Das nächste Pokémon, das fliegt, ist Cobalium. Keine große Überraschung, Cobalium konnte nie wirklich was machen. War auch, sag ich ganz ehrlich, als ich mir mein Team zusammengestellt habe, einfach nur im Team, weil ich ein Stahl-Pokémon haben wollte. Ich glaube, ich habe es 2 oder 3 Mal mitgehabt. Es war in Ordnung, aber hat halt nie wirklich was geleistet. Für Cobalium kommt Gryfeldes rein. Auch hier mit Gryfeldes haben wir ein Pokémon, das immun ist gegen Schwebe. Wir haben mit Hilfe von Auflockern etwas, was die Hazards entfernen kann. Was besonders gut ist, da wir selten selber welche mitgenommen haben. Wir können es speziell oder physisch defensiv spielen, je nachdem, was wir brauchen in der aktuellen Teamcomp bzw. gegen den jeweiligen Gegner. Und sonst gibt es zu Gryfeldes nicht mehr viel zu sagen. Es ist ein gutes defensives Mon, das wir mit Sicherheit sehr gut gebrauchen können. Der letzte Switch, den wir machen, und der tat mir ehrlich gesagt schon weh. Wir nehmen Regirock raus. Regirock hat vor allem in den ersten Matches echt gut was geleistet, aber das größte Problem an Regirock ist einfach, dass ich nur eins habe. Ich hätte gerne mal ein physisch-offensives Regirock mitgenommen oder so, aber da ich niemand bin, der sich seine Pokémon ercheatet, sondern sie mir alle legitim entweder resette bei Legendaries oder züchte, habe ich mich hier schweren Herzens von Regirock verabschieden müssen. Aber wir bekommen da dafür einen sehr, sehr würdigen Nachfolger rein, nämlich Brigaron. Brigaron kann auch relativ vielseitig gespielt werden. Ich besitze momentan 3 Stück. Es hat die Wasserresistenz, es hat die Bodenresistenz. Das bedeutet, mit diesen 3 Pokémon sollten wir gegen Erdbeben relativ gut gewappnet sein. Und ja, Brigaron ist ein gutes defensives Mon, kann ich auch offensiv spielen, wenn ich gerne möchte. Und das war mir halt so ein bisschen wichtig, dass ich versuche, da ein bisschen Varietät reinzubringen. Zugegeben, wir sind jetzt ein NU und ein RU Pokémon losgeworden, haben dafür 2 UU reingeholt. Dafür haben wir übrigens auch ein OU durch ein RU getauscht und haben ein Borderline durch ein anderes Borderline-Pokémon ersetzt. Von daher,
Wir sind immer noch die Underdogs. Wir haben nicht mehr OU-Pokémon drin als vorher. Im Gegenteil, wir haben ein OU-Pokémon weniger. Und ich glaube, das war's soweit. Ich werde euch hier jetzt nochmal das komplette Rückrunden-Lineup einblenden. Und dann sage ich, ich hoffe, dass ihr die Stunfisk Underdogs auch in der Rückrunde weiterhin so unterstützt, wie ihr es bisher getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.